Weidmannsheil, liebe Jagd- und Naturfreunde. Willkommen zum Vlog Nummer 9. Es geht um die Monate Januar, Februar und März. Und ich gebe einen kleinen Ausblick auf den April. Die ersten Monate des Jahres sind die ruhigen Monate des Jägers. Das meiste Wild hat keine Jagdzeit mehr und es zieht Ruhe ein im Jagdrevier. Es ist die Zeit der Jagdmessen, aber ich war auch unterwegs, unter anderem im verschneiten Anatolien. Das spanische Jagdfernsehen hatte mich eingeladen auf diese besondere Tour, und zwar im Rahmen einer neuen Filmreihe Wildboar Unlimited. Ziel ist es, auf der ganzen Welt zu zeigen, wie die Wildschweine in den jeweiligen Regionen gejagt werden. Die erste Episode sollte in Anatolien im hohen Norden der Türkei stattfinden. Verschneite Hügel, riesige Wildschweine, aggressive Wildschweine, eine besondere Lebenskultur und Lebensart außerhalb Europas. Ein wirkliches Abenteuer, und ihr könnt gespannt sein auf zwei tolle Filme, die bald auf Iberia TV bzw. deren Webseite Wildboar Unlimited gezeigt werden. Very good. Okay. Mit der neuen Helix Trekker ging es auf dem Schießstand und der Schalldämpfer HLX hat sich gut gemacht. Auch bei den letzten Drückjagden im Januar und bei den Saujagden und Fuchsjagden. Ja, die letzten Entenstriche und natürlich klassisch die Boden- und Baujagd. Hier hatten wir zwei Spezialisten zu Besuch, die effektiv Raubwild bejagt haben. Hier seht ihr was, unser Kühl- und Zerwirkhaus von Feldmeier ist eingetroffen. Eine tolle Möglichkeit, Aufwertung der Jagdgemeinschaft hier zum Zerwirken unserer Wildtiere. Und da werde ich, denke ich, viel zeigen und ich glaube, ihr dürft gespannt sein. Natürlich ist Zeit, auch seine Erinnerungen zu präparieren, also die Trophäen an die Wand zu bringen. Aber jetzt lasst uns mal loslegen. Es geht ab ins Revier und die anderen Sachen zeige ich euch natürlich auch. Aber ich möchte anfangen mit der Jagdmesse, und zwar Europas größter Jagdmesse in Dortmund. Ihr seht schon, das war vor Corona. Corona, der Virus, der ab März eigentlich ganz Europa verändert hat. Hier war noch alles in Ordnung und wir sind sehr froh darüber, dass wir die Möglichkeit bekamen, dort noch uns zu präsentieren auf einem eigenen Stand zusammen mit Outfluence und Geartester in Halle 8. Hand on Demand ist eine Videoplattform, ein Zusammenschluss von Jagdfilmern, und wir haben uns auf der Messe zusammengetan und wollten was zurückgeben für die Unterstützung, für den Support des vergangenen Jahres. Das haben wir versucht, so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, durch ein Programm mit Gesprächsrunden, Vorträgen, aber auch einem täglichen Premierenfilm eines der Publisher und natürlich dem Highlight der Drückjagdfilm, ein gemeinsames Projekt von allen Publishern, der gezeigt wurde am Samstag. Und ihr seht das, die Bude war gerammelt voll und die Gesichter sprechen auch für sich. Vielen Dank für euren Besuch auf unserem ersten Messestand. Die Nachrichten sind voll mit Corona, aber sicherlich sind wir alle auch irgendwie betroffen. Natürlich im beruflichen, privaten, aber auch im Jägeralltag. So können Pächter nicht in ihre Reviere fahren, wenn es sich um ein anderes Bundesland handelt. Ich darf Freunde nicht besuchen, die zum Beispiel in Bayern wohnen oder im Nachbarbundesland. Das ist alles schwer. Insofern bin ich sehr froh, dass ich Jagdmöglichkeit in der Nähe habe. Und das nimmt man natürlich dann auch wahr. Aber die vielen Nachrichten auch von Freunden aus Spanien, aus Italien oder aus Frankreich, aus dem Elsass, die machen traurig und die zeigen eigentlich auch, wie frei und wie unbestimmt wir sonst leben und wie sehr wir uns darauf wieder freuen können.
Und im Revier passiert im Moment sehr viel. Die steigenden Temperaturen und der Sonnenschein bewirken das. Die Brut- und Setzzeit steht an. Die Graugänse fangen an zu brüten und natürlich auch die Stockenten in unseren selbstgebauten Entenbruthäusern, den South Dakota Hen Houses, im Januar noch repariert. Mit meiner Tochter überprüfe ich sie jetzt und kontrolliere sie jetzt. Die sind ja so hoch gebaut über dem Wasser, dass keine Fressfeinde rankommen. Die Eisenstange verhindert auch, dass Ratten rankommen. Steht so weit vom Uferbereich weg, dass auch kein Marder rausspringen kann. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit den Hennhäusern gemacht. Und wir haben hier einen ganz kleinen Teich, wo zwei Stück drinstehen. Letztes Jahr sind sie beide bebrütet worden und beide erfolgreich auch. Ohne Verluste, zumindest bis sie dann in das andere Gewässer reingehen. Und das ist ja das Ziel, dass wir quasi die Enten unterstützen und Bruterfolg erhöhen. Auch letztendlich, damit wir weiter auf diese tolle Wildart jagen können. Unter den Jägerinnen und Jägern gibt es Spezialisten, unter anderem die Boden- und Baujäger. Sie besuchen uns regelmäßig im Revier in den Wintermonaten, um effektiv das Raubwild zu bejagen. Das Ganze findet revierübergreifend statt. Ich denke, das ist der richtige Ansatz, gemeinsam die Raubwildbesätze zu reduzieren. Das ist sehr effektiv in dieser Form der Jagd. Die ist sicherlich für Außenstehende nicht schön, aber ein Ansitzjäger bräuchte Tage bis Wochen, wenn er denn überhaupt diese Strecken erreichen würde. Die Baujäger tun hier nichts Unrechtes, es ist gesetzlich legitimiert und auch notwendig, um den Niederwildbestand, der durch viele andere Faktoren schon eingeschränkt und reduziert ist, noch zu unterstützen. Denn vor besser wohnen kommt nicht gefressen werden, hat mal der Baujäger Paul Rössler gesagt und das stimmt auch. Weiterhin in den Wintermonaten kann man die reifen Bälge, das dichte Fell abgeben an die Initiative Fellwechsel, eine Initiative des Deutschen Jagdverbandes. Dort wird dieses Fell aus der Jagd verwendet. Das passiert in den Wintermonaten, da kann der verarbeitet werden. Also jagdliche Rohware und nicht aus Pelztierfarmen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde und viel, viel besser, als wenn man den erlegten Fuchs oder Dachs eingräbt. Also eine tolle Initiative, Fellwechsel, und das ist auch zu unterstützen. Die geöffneten Baue werden natürlich wieder geschlossen, der Urzustand wird wieder versucht herzustellen und danach ist auch Hahn in Ruhe. Die Schützen haben bei solchen Jagden meistens wenig zu tun, aber man kommt zusammen, man isst danach, man redet und es ist immer sehr schön bei diesen Jagden. Natürlich haben Fuchs und Dachs auch ihre Rolle im Naturkreislauf und sie sind wichtig und es geht nicht darum, sie auszurotten. Es geht vielmehr um die Bestandsreduktion, aber eben auch die scharfe Bejagung von diesen invasiven Arten wie dem Marderhund. Wir sehen hier zwei adulte Tiere, die als Ein-Ehe zusammenleben und im Rahmen der Winterruhe sich meist im Bauen aufhalten. Aber es geht natürlich auch um den Waschbären. Zum Wohle des Niederwildes, und hier sehen wir Fasan, Kaninchen. Die Kaninchen leben auch in Bauen, in einer Kolonie, leben also ganz anders als der Feldhase, der sich in der Sasse auf dem blanken Acker aufhält. Fast am Videoende zeige ich euch jetzt noch Szenen aus den Mondnächten, gefilmt mit einer Wärmebildkamera. Und zwar war ich unterwegs mit Jagdfreunden, mit dem Lukas und mit dem Marco. Es ging natürlich auf Saum. Lukas würde gerne mal bei Mond eine Sau jagen. Richtig. Richtig. Bis jetzt kommen sie aber nicht. Mal gucken. Ich kann es nicht oft genug sagen, mit Wärmebildtechnik ist Anblick garantiert, aber nicht garantiert mehr Beute da. Aber seht selbst, Dachs
Rudeldammwild und natürlich eine Wildart, die bei mir sofort den Puls in die Höhe schnellen lässt und glaube nicht nur bei mir, und zwar das Schwarzwild. Das war schon wieder Flock Nummer 9 ist zu Ende und es geht natürlich weiter. Jetzt kommen die spannenden warmen Monate April, Mai, Juni. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, auch mit Corona. Zwischendurch natürlich immer auch Kurzvideos über andere Themen wie Zweibeine, Laufwechsel, Wärmebildtechnik, aber eben auch die Trailer für die Filme, die auf Hand on Demand laufen. Ich kann euch nur einladen, schaut es euch an. Im Moment gibt es eine Rabattaktion auf das Jahresabo, also schaut vorbei. In diesem Sinne, bleibt gesund, Gruß und Weidmannsheil, euer Dreispross.